Ja, kann nicht mehr drauf zielen. Doch, doch, du hast getroffen. Ja, ich habe getroffen. Ah, der ist kaputt, okay. Und herzlich willkommen hier zu einer neuen GTA Online Folge mal wieder hier. Ja, letztes Mal einen gewissen Barrage geklaut. Und diesmal ist die Luftverteidigung dran. Und zwar müssen wir jetzt. Also den Kanjali haben wir schon übersprungen, wie ich gerade gesehen habe. Habe ich erzählt, dass wir den Kanjali noch machen müssen, aber komischerweise haben wir den gemacht. Ich check jetzt gerade selber nicht, was da los ist. Hast du irgendwie Bug oder so? Weil ich konnte es nicht anklicken, das war schon erledigt. Also, mega komisch. Nein, wie dem auch sei, auf jeden Fall jetzt hier auf jeden Fall eine neue Folge wieder mit Josan. Servus, Leute. Es freut mich, wieder dabei zu sein. Das freut mich auch übrigens. Das wollte ich auch nochmal ganz nebenbei dann sagen. Ne? Ich muss ja auch irgendwie schleimen, ne? Wenn wir hier natürlich die Aufnahmen starten. Gut. Muss man immer. So, ich habe übrigens, by the way, nächste Woche mündliche Prüfung am 12.07. Ne? Muss noch Berichtsheft machen, okay. Alter. Da ist eine Ahnung, wie ich noch nachholen muss. Keine Ahnung, aber wahrscheinlich, wenn du das so sagst, glaube ich, schon ein paar Wochen nachschreiben. Ein paar Wochen, 6 Monate. Ich würde mal sagen, ich gehe an Steuer. Also ich spiele jetzt tatsächlich auch GTA Online gerade letzte Zeit sehr viel auf der PS5. Aber am PC... Was machst denn du, Alter? Ich, was, ich halt halt eh, dass ich ans Geschützregal rangehe. Du hast F gedrückt. Du hast F gedrückt. Ja, okay. Du hast F gedrückt. Du bist ausgestiegen, das kann nicht hier gewesen sein. Stimmt, wir könnten auch mal Roleplay so mal ein bisschen Let's Playen. So ein bisschen auf so, wie sagt man, auf so Entspannungsmodus, ne? Ja, können wir schon mal machen, aber das braucht halt ein bisschen mehr Zeit bei mir. Weil ich halt, muss jetzt wieder erstmal alle Updates für die Roleplay-Server herunterladen. Das mache ich auch nicht jeden Tag. Also Roleplay ist auch so eine Geschichte, das liegt jetzt bei mir am PC auch rum, wahrscheinlich schon seit gefühlt 4 Monaten. Das hatte bei mir tatsächlich auch wirklich einen sehr großen Hype gehabt. Hab's dann 3-4 Monate wirklich durchgezockt. Aber danach irgendwie hast du auch gedacht, so Forward Rush, wie ich meine. Ja. So, das versuchen wir jetzt hier mal. Einmal habe ich Tube Bomben, hab ich schon runterschmeißen lassen. Und da geht schon was hier. Jawollo, einen habe ich getroffen. Perfekt. Ich versuche mal gerade, Josan, hier für dich ein bisschen langsamer zu fliegen, weil ich glaube, das ist ein bisschen scheiße, wenn ich ja ständig Gas gebe. Aber das Ding ist ja, jetzt. Ja, ich sehe erst. Ja, das Ding ist, ich darf leider nicht zu wenig Gas geben. Oha. Ich habe wieder einen getroffen, Digga. 10. Noch 10. Oh mein Gott, dieser Flieger lässt sich sowas von scheiße steuern. Digga, mein Aim mit dem Flugzeug ist ja wirklich top, oder? Kannst du sagen, was du willst? Ja. Schon. Ah ne, das treffe ich nicht, das treffe ich nicht. Ja, ich kann das nicht treffen, weil das halt zu weit unten ist. Ja. Bombenteppich wird, wird ausgelöst, jawohl. Yes, yes, jawohl. Oh, Josan hat auch einen getroffen. Josan trifft auch. Oha, den hast du auch getroffen. Ja. Jetzt haben wir nur 6. Gehen wir hoch auf die anderen 2. Jetzt sind hier oben noch 2, aber die sehe ich gerade gar nicht. Stopp. Ja, kann nicht mehr drauf zielen. Doch, doch, du hast getroffen. Ja, ich habe getroffen. Ah, der ist kaputt, okay. Yes, jawohl. Nice. Bruder, mein Aim ist einfach gerade zu... Oh, doch, Josan hat mir geklaut. Ich glaube, ich habe noch nie so einen krassen Aim gerade gehabt, wie jetzt hier mit dem Wodatoll. Hallo, Josan, triffst du? Yes, jawohl, Jungs. Wir haben es, jetzt müssen wir nur noch nach hinten fliegen und den Flieger abliefern. Komm mal langsam, ich schwöre, das ist nicht... Das ist ja irgendwie so ein Armeeflieger, der halt, keine Ahnung, nur für Bomben da ist. Na, so ungefähr, aber so einen krassen Widerstand hat er eigentlich gar nicht. Ich glaube, der hält 3 Raketen aus und dann explodiert er auch. Also, noch das ist ja wirklich Abschaum. Total Abschaum. Wir können uns auf jeden Fall mal auf den Boden, das ist schon mal eine gute Nachricht. Und so kann ich lenken, okay, gut, das kriege ich hin. Ja, das hat auch aber Lenkwinkel von nix. Ohne Spaß, also schlimmer wie... Alter. Schlimmer wie Auto ohne Servolenkung. Glaub mir. Oh mein Gott, ja, ich weiß, ich kenne es. Ich habe schon mal ein Auto gelenkt ohne Servolenkung, das war der letzte. Ja, bei mir war es einmal, mir ist während der Fahrt der Keilriemen zerrissen bei einem Auto und auf einmal Servolenkung geht nicht mehr. In der Kurve bei 120. Naja, gut, man kennt es. Das war anstrengend. Kann ich mir vorstellen, ohne Servolenkung wieder.
in der Kurve mit 120. Kann ich keiner erzählen. Das kann ich keinem erzählen, aber ist passiert. Das kann ich keinem erzählen, halt Gott, sag doch mal, du ey. So, jetzt werden wir im Flieger exakt in diesem Moment jetzt, und zwar jetzt halt abgeliefert haben. Perfekt, ja, fertig, hallo. Schon wieder. Und die Katze, aber was kommt denn das? Hier auch. Das ist eine Katze jetzt, und zwar haben wir jetzt alle Vorbereitungen geschafft von den Vorbereitungsmissionen. Es sind exakt 5 Vorbereitungsmissionen für den Weltraum-Szenario, so wie die Mission ja heißt. Die Finalmission werden wir morgen spielen und morgen auch aufnehmen. Wann es rauskommt, wissen wir noch nicht. Das müssen wir noch gucken, variiert sich wahrscheinlich ein bisschen. Weil die 2 Folgen, was wir jetzt heute aufgenommen haben, die kommen wahrscheinlich morgen und Donnerstag jeweils raus. Und die Finalmission werden wir morgen auf jeden Fall erstmal aufnehmen. Und auf jeden Fall, das war jetzt die letzte Mission, war auf jeden Fall jetzt diese. Du wolltest schon was sagen, User? Ja, und wenn sie dann rauskommt, das gucken wir noch. Ja, vielleicht schaffen wir daraus auch noch so einen kleinen Highlight-Reel rauszuschneiden, hier von Josan seine Skills in Weltraum-Szenario-Mission, der schwersten Mission ganz geht hier ohne. Mal gucken, wie so ein Anfänger sich da schlägt in dieser schwersten Mission. Na gut, aber du bist ja eigentlich kein Anfänger, du bist ja einfach nur Low-Level. Ja, ich also, bin halt schon, sag mal so, GTA-Veteran, aber halt wieder Low-Level-Account. Ja, was glaubst du, wie viele Leute ich hier, die Level 100 waren oder 200, solche Missionen gespielt haben und die sterben 5 oder 6 Mal? Es kommt darauf an, wie lange man zockt und wie lange man halt schon eine Pause dazwischen gelegt hat zum Zocken. Mhm. Aber ich kann nur sagen, da kriege ich die Kätze. Ja, ich zum Beispiel zock regelmäßig immer wieder mal ein bisschen. Und dann komme ich halt nicht aus dem Ruder von dem. Weil zum Beispiel, wenn ich jetzt GTA 5, 6 Monate nicht anfasse, dann kann ich es vergessen. Dann muss ich erstmal wieder komplett reinfinden, das Game. Wie die Steuerung funktioniert und so weiter. Da ja. Naja, wie dem auch sei, wir sehen uns auf jeden Fall dann morgen hier im Discord und wir nehmen das nächste Video morgen auch dann für euch auf und werden es dann auch dementsprechend variabel hochladen. Mit variabel meine ich, ich weiß nicht welchen Tag. Wird hier nicht irgendwie geplant, wie als wären wir hier jetzt eine Agentur für YouTube-Videos. Aber wie dem auch sei, wir sehen uns auf jeden Fall dann demnächst. Josef, willst du noch was sagen? Also, Leute, schönen Tag noch, egal wann. Und wir sehen uns noch am nächsten Mal. Machst du so dumm. Und hören uns auch nochmal. Ciao, ciao. Why are you always lying? Why are you always lying? Hubble, bubble, homo, selecker, stubble, lying.